Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, es ist Zeit für den Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat für Juli 2020. Ihr wisst mir ganz hervorgreifend, Quatsch hier unter Punkt und Komma. Gar nicht. Man kommt gar nicht zu Wort. Boah, hör doch auf. Lass nicht mehr Hallo sagen. Natürlich. Hättest du die ganze Zeit Hallo sagen können. Die gucken die ganze Zeit zu. Und du fällst ja immer ins Wort. Ja? So, wir fangen an. Ihr könnt es bezeugen. Ja. Outtake. Hätte ich doch anfangen können. Naja, wusste er nicht. Ist das richtig hier? Ja, deswegen fliegt oben drauf. Gut. Ignoriert sie einfach. Wir machen weiter mit Stefan Wolf. Todesgruß vom gelben Drachen. Ein Fall für TKKG. TKKG, die Profis sind spielen. TKKG, die Profis sind spielen. Wir sind für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Na warte, da kommt noch so ein Klopp. So. Doch, bestimmt. Ich hab Hacken. Ja. Todesgruß vom gelben Drachen. Ja, ja. In der Stadt treiben chinesische Gangster ihr Unwesen. Sie nennt sich Triaden und ihr schmutziges Geschäft ist der Handel mit Rauschgift. Besonders Jugendliche wollen sie drogenabhängig machen. Eines Tages zwingt ein Leader der Triaden, verfolgt von der Polizei, den China-Restaurantbesitzer und Freund von Tim, Lam Bing Chung, ein 5-Pfund-Paket Heroin so lange zu verstecken, bis die Luft rein ist. Tim bezeuge dieser Szene. Was tun? Handy Lam, das Rauschgift-Kommissar Glockner aus, ist ein toter Chinese, denn die Triaden kennen keine Gnade. Tim hat die rettende Idee, ohne zu ahnen, dass er damit Gabi in große Gefahr bringt. Sie wird von den Triaden betäubt und entführt. Und als man sie wiederfindet, erleben die TKKG-Freunde eine böse Überraschung. War dies der Todesgruß vom gelben Drachen? Jetzt ging besser. So. Dann habe ich hinter deiner Welt, du kannst sie eigentlich in einer Reihe nur jetzt immer zeigen, so aufgefächert, das ist dann schon ein bisschen. Und vorderen dann rum. Ich habe ihn dann weggelesen in 3 Tagen, 4 Bücher. Ja. Muss ich jetzt alle vorlesen? Nein, nur eins. Schon wieder das erste? Ja, natürlich das erste. Ja, aber gerne, natürlich. Dominik Stalder, Station 8, Episode 1. Genau. Kommt mir wie bekannt vor. Am Beginn. Mir fiel gerade ein, ich habe gar nicht, wie viele Sterne ich den TKKG Buch gegeben habe. Blend's einfach ein, die Sterne, okay? Nein, das ist blöd. Das ist nicht so einfach. So, warte. Also, den TKKG Buch habe ich insgesamt 4 Sterne gegeben. War wieder ein solides, schönes TKKG Buch. Was denn jetzt wieder? Dominik Stadler, Station 8, Episode. Warum denn? Gesagt. Nein! Mann, was denn was jetzt wieder? Stadler gesagt. Na, ist doch Stadler. Nee, vorhin hast du es richtig gesagt. Oh Mann, ey. Ich hab beim letzten Mal auch Stadler gesagt. Also Dominik Stadler. Station 8, Episode 1, die 495. Eisbeginn-Dämmerung ist. Soll ich die Klappe herholen? Ja, halt du jetzt die Klappe, wenn ich es vorlesen soll. Was kannst du das machen? Nein, danke. Am Beginn der Dämmerung ist es Brauch der Station, die gerade in die Nachtruhe geht, eine gute Nacht zu wünschen. Gute Nacht, John Boy. Doch Station 1 antwortet nicht. Als man auf eine Videobotschaft stößt, muss man das Schlimmste befürchten. Was ist mit Station 1 geschehen und können die Geschehnisse dort eine Gefahr für Station 8 bedeuten? Zu einem Überfluss entdeckt man Schwankungen im Stromhaushalt. Jemand hat einen Toaster angemacht. Ach du Mann. Jemand Unbekanntes scheint sich am Strom der Station 8 zu bedienen. Das Schicksal aller 1288 Menschen in der Station hängt vom Mut einiger wenigen ab. Ja. Ich habe, wie gesagt, alle 4 Bücher in 3 Tagen gelesen und fand sie großartig. Ich habe allen 4 Sterne gegeben und freue mich jetzt schon auf Band 5, Episode 5, was immer noch nicht erschienen ist. Super, das war so großartig und nur 4 Sterne? Ja. Warum? Weil so ist. Na toll. Mein Bauchgefühl denn immer. Dein Bauch. Aber ich war trotzdem du hast nicht mal Bauch. Jetzt mal. Ich habe Bauch, aber du hast keinen Bauch.
Wirklich? Ruhe jetzt mal. So. Also, was wollte ich sagen? Ich freue mich wahnsinnig auf Station 5. Auf Episode 5, das endlich mal erscheinen soll. Bitte, 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 bitte. So, das nächste Buch wollte ich inzwischen durch mal lesen, weil es sind ja Kurzgeschichten, kann man ja schön mal eine Kurzgeschichte pro Tag lesen. Ist mir auch gefallen. Kurzgeschichte. Ja, Kurzgeschichten, habe ich gesagt. Mehrere. Aber mir ist auch gefallen, ich habe alles schon mal gelesen als kleine Büchlein und von daher musste ich nur eine Kurzgeschichte lesen. Um wieder reinzukommen, um zu merken, dass du alles schon gelesen hast. Der Akku blinkt, wir müssen uns beeilen. Sommersonne, Ferienliebe. Ich habe keine Ahnung, wann die Kamera gleich ausgeht. Sommersonne, Ferienliebe. 7 freche Liebesgeschichten von den Thiemann-Bestseller-Autoren Sabine Both, Christa Maria Fiedler, Sissi Flegel, Bianca Mintekönig, Hortense Ulrich, Irene Zimmermann und den Team Brings Kümmerling. Freche Mädchen, freche Bücher, schöne Ferien. Du musst nicht schnell plappern jetzt. Doch, der Akku ist leicht leer. Soll ich ihn wechseln? Ja. Bringst du was zu trinken? Das nächste Buch habe ich denn, als ich es bekommen habe, als E-Book, wie gesagt, habe ich, als E-Book habe ich es bekommen und habe es an einem Freitag bekommen und am Sonntag ausgelesen. Ja. Andreas Suchanek. Flüsterwald, das Abenteuer beginnt. Der magische Wald ruft. Eine Geheimtür, verstaubte Fläschchen mit leuchtendem Pulver und sonderbare Lichter im Garten. Lukas' neues Zuhause hält allerhand Geheimnisse für ihn bereit. Als er ein Ding auf den Grund gehen will, entdeckt er den Flüsterwald. Eine verborgene Welt voller Abenteuer und Magie. Da fehlt noch was. Bist du bereit für das Abenteuer deines Lebens? Und dieses Buch, gib mal bitte her, ist so, so schön. Allein, Achtung, wo ist es? Die Charaktere sind großartig. Dich daran halten. Großartig. Ich mag Jimchen hier am liebsten, den Minok. Er studiert halt die Menschen und sagt, Menschen sind merkwürdig, weil alles anders ist, als er kennt. Richtig, richtig toll. Und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Band, der im Februar erscheinen wird. 2027. Natürlich nicht. Nein. Und deswegen musste ich mir das ja auch als Hardcover noch organisieren. Hat von mir 5 Sterne bekommen, ist mein Highlight des Monats. Wo ist denn mein Zettel überhaupt hin? Ei, doch wegen mal den Zettel. Ein Buchenzettel noch, ja? Ey, du hast schwitzige Hände. Was denn jetzt wieder? Du hast mich ausgezogen. Nee. So, und dann haben wir noch das letzte Buch. Nina Röttger. Die grüne Fee und der Mord auf der Marksburg. Ja. Oh. Ja. Als die Gauklerin Isa mit ihrer Band Manus Furius die Gäste eines Festmahls unterhalten soll, das hoch über den Rheintal auf der berühmten Marksburg stattfindet, ahnt sie noch nicht, dass dort das Böse auf sie wartet. Was? Was als heiterer Abend mit Musik und Gaukelei beginnt, endet ganz unerwartet im Chaos. Ein Unwetter schneidet Berg und Burg von der Außenwelt ab. Und Isa und die anderen sind plötzlich zwischen den Mauern des mittelalterlichen Bauwerks gefangen. Zusammen mit einem Mörder, der sich in den finsteren Schatten bewegt und keine Spuren, aber dafür eine Leiche und eine blutige historische Waffe zurücklässt. Isa weiß, dass einer der Anwesenden ein kaltblütiger Killer ist. Und sie ist die Einzige, die ihn überführen kann. Ja. Auch das war wieder ein sehr, sehr schöner Band von der Reihe. Diesmal nicht auf dem Mittelaltermarkt, sondern an einer Burg, wie gesagt. Und trotzdem alles mittelalterlich angehaucht. Sehr mütterlich angehaucht, ja. Mütterlich habe ich gesagt, nicht mütterlich. Passt aber auch gut. Ja, ja. Also von daher, Mittelalter-Fans kommen dann wieder auf ihre Kosten, definitiv. Und hat bei mir auch wieder 4 Sterne bekommen. Mhm. Ich freue mich auch schon auf weitere Bände. Na, weil denn? Am Ende ist so ein kleiner Teaser, dass es eventuell wieder weitergehen könnte. Da freue ich mich jetzt schon. Na denn? So. Und ich habe insgesamt 9 neue Bücher gehabt diesen Monat und 8 gelesen. Ich habe es diesmal nicht geschafft, alle Bücher zu lesen, die ich bekommen habe. Wäre eh nicht gegangen bei Chris Carter und so. Und dann kam so ein bisschen Leseflaute dazwischen und deswegen habe ich die letzten beiden Bücher auch nicht mehr geschafft, wo ich es hätte schaffen können. Mhm. Egal. Aber ich habe auch 11 Bücher aussortiert. Das heißt, ich bin jetzt von 921 auf 911 runter. Juhu. Wir nähern uns den 8 vorne. Yay. Ich hoffe, es klappt doch dieses Jahr. Ist ja bald wieder Weihnachten. Hallo.
Was ist denn das für ein Plinge hier bei dir? Na, nu. Heieiei. Sonst meckerst du doch mal rum, dass mein Handy auf lautlos ist. Ich höre nichts, das habe ich einen Ton und das ist auch wieder verkehrt. Aber da rum und hier plingen. Naja, nu. Wenn man zwei Handys hat. Ja. Naja, gut. Gut, das war der Lesemonat und bis bald. Wir gehen jetzt wieder spitzen. Juhu. Und tschüss. Und tschüss.